Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play God Eater 2 Rage Burst mit mir, dem Leviathan 2. Heute machen wir weiter. Nach der nächsten Story-Mission sollten wir anscheinend die Leute aus dem Hauptquartier eintreffen, aber ich habe mir schnell noch ein bisschen angeschaut, hier beim Herstellen, was wir denn noch so herstellen und aufwerten können. Interessanterweise, wir können einen besseren Schild machen. Nämlich den Jürmir. Ist besser als das, was wir im Moment haben. Dementsprechend. Ja. Haben wir jetzt einen besseren Schild. Kanonen habe ich jetzt nichts gesehen, was wir aufwerten können. Aber hier die. Hier haben wir ein paar der Kokorium von Waffen, die wir gerne aufwerten können. Ja. Nein. Und dich auch. Dame de Fero S. Sam. Ja, Dame de Fero S. Ja. Nein. So. Die hier kommen noch nicht ganz an das hier ran, aber aufgewertet ist aufgewertet. Die zwei hier sind technisch gesehen besser. Hier habe ich die besseren Fähigkeiten drauf als hier. Aber für Feuer- oder Elektro-Gegner, also schwache Gegner, warum nicht? Dann habe ich noch Ausrüstung herstellen, habe ich noch ein bisschen was geschaut. Hier konnten wir... Anstand hatten wir schon. Ah, jetzt nicht mehr, okay. Ich hatte vorher anscheinend noch einen Meteorit. Ich konnte den Cicera vorhin noch machen. Da habe ich jetzt nicht geschaut, wie viel von was ich gebraucht habe. Naja. Aber wir haben ihn ja jetzt schon. Ja, das war so. Ohne den Cicera. Oder die Cicera ist jetzt eigentlich nichts mehr, was ich zeigen wollte. Aufwerten haben wir ja gezeigt. Vielleicht noch die Kontrollen, die habe ich nicht. Die habe ich selbst nicht angeschaut. Ja, nicht. Das ist ziemlich gut. Ich mach sie mal. Ausrüsten, was haben wir denn jetzt? Autoblocken hat mir oftmals geholfen und Nahkampfangriff C. Dann machen wir mal hier die Verteidigung rein. Sonst könnte ich dann immer noch hier Nahkampf aufwerten C. Okay, gut, dann gehen wir mal auf eine Quest. Ein neuer Psion wurde in der alten Stadt gesichtet. Blatt soll ihn sofort erledigen. Außerdem soll er nach der Rückkehr im Konferenzraum vorstellig werden. Anweisung der Sondereinheit. Sogar ein neuer Psion. Okay. Der Totenkopf. Ein neuer Psion wurde in der Art Stadt. Erinnert einem Hannibal und greift mit Starkstromangriffen an. Zerstört diesen Spartakus. Wie alle Psione hat bestimmt auch dieser irgendeine besondere Fähigkeit. Ein Yaksharaya und andere Agami wurden ebenfalls gesichtet. Geht vorsichtig vor. Oje! Das könnte ja was werden. Jetzt, Strom brauche ich nicht, Feuer brauche ich nicht. Wahrscheinlich wäre er schwach gegen Eis. Ich kann ja eh nichts herstellen. Gehen wir also. Kann mich ja nicht mehr verbessern. Ich hoffe, das Schild bringt was. Obwohl, ich glaube, das ist hauptsächlich gegen göttlich gut. Okay. Oh Gott, Hail ist. Nein. Ouch. Oh, ich muss hier mit meiner Mitte. Okay. Also, es ist... Ja, wir sollten diesen Raksha, ja... Ja, Yaksharaya. Oder Rala Yaksha.
so schnell wie möglich erledigen. Dankeschön. Oh, wow, er ist schon hier. Okay. Also, die sind immer hier, die Akshavala anscheinend. Oder... Ja, er zieht Kraft aus dem Yaksharala, okay. Ja, mach mal das hier. Okay. Ich habe jetzt gerade keine Lust, mich mit dem Spartakus auseinanderzusetzen. Einfach weil ich nicht weiß, was genau er da tut. Aber, immerhin neuer Aragami. Ich habe den letzten Part noch mich darüber beschwert. Leider ist es ein neuer Aragami zusammen mit quasi einem anderen Großen, was nicht mehr ganz so toll ist. Nämlich. Er zieht sich. Ich weiß nicht, ob er sich damit nur aufpowert oder ob er sich dadurch auch. Irgendwie explodiert hier alles. So. Dankeschön. Hannibal. Okay, Eis scheint nicht viel zu bringen. Versuchen wir es mit Feuer. Danke. Auch danke. Also, Feuer scheint zu funktionieren. Jetzt suchen wir hier noch göttlich. Wenn der Yaksharala nicht im Weg steht. Funktioniert nicht. Und Funken benutzt das selbst, also bleiben wir hierbei. Ich bin an den Lebenspunkten interessiert. Meins. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Nächstes vielleicht noch aufladen. Mein Burst-Status wird nie erlöschen. Ich weiß nicht, ob ich hier lieber kämpfen würde oder nicht. Die nicht an Wänden hängen bleiben und so, es ist. Oh, ist schon eine coole Fähigkeit von ihm, dass er die Orakelzellen von anderen absorbiert. Ich find's irgendwie lustig. Ich finde das. Ich weiß nicht, ob der Yaksharala keinen Schaden macht, weil er andere ihn absorbiert. Oder weil ich jetzt irgendwie praktisch einfach unverwundbar gegenüber heilig bin. Oder. Aber gegen von ihm her habe ich überhaupt keine Angst. Er macht keinen Schaden. Danke. Ganz. No. Warte mal, ist jetzt ein neuer hier? Okay, gut. Es hat keinen Sinn anscheinend, die hier zu erledigen.
Was haben wir da mal für die ewige Explosion, hä? Das macht doch mehr Schaden als gedacht. Ja, was soll ich dagegen machen? Ich kann ja nicht. Ja, Faust zerstört. Vielleicht ist das ein guter Augenblick, um dann. Ich bin so ein bisschen. Ich möchte den Blood Rush nicht aktivieren. Vielleicht nicht weiß, was die nächste Mission ist, aber irgendwie, ich meine, wir haben hier einen neuen Psion. Und was könnte jetzt wohl noch stärker sein als das? Ich mach's, wenn ich meine Schüsse voll habe. Ist der bald? Kann ich wenigstens die ewige Explosion auch gepowert ab und abholen. So. Okay. Na dann, wir wollen die hier. Und den hier. Vitalis, okay. Verschlingen einmal. Okay. Wir brauchen einen Haufen Bindungsbrüche. Einmal verschlingen. Schaden haben wir auch. Kriegen wir noch einen Bindungsbruch hin? Anscheinend nicht, ne? Aber es hat so einen Haufen Schaden bekommen. Ja, ich glaube, es ist bereit für die. Ich möchte eigentlich den Burst aufrecht wieder auffüllen. Gleichzeitig das mit den Brüchen quasi verhindern. Das ist zu unsicher. Hm. 4000 Schaden haben garantiert wehgetan. Ja, weißt du, da rettet man die Dinge. Nein, ich lasse dich hier nicht einfach so aufhauen. Na, jetzt haben wir die Beinebindung zerstört. Toll, dankeschön. Ich hole dich schon noch. Nur 10 Minuten? Wow. Ja, gut, okay, wir haben uns zuerst noch mit dem Rakshayala auseinandergesetzt. Dementsprechend okay. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Ja. Und da haben wir ihn wieder. Ja.
Von seinem Fall haben wir jetzt nicht viel gesehen. Das ist ein Krieger, hä? Ich habe jetzt keinen Stein der Weisen. Einfach mal so. Natürlich liegt er einfach so rum. So, okay. Noch ein bisschen Items einsammeln gehen. Also jeder Gegner, der mir jetzt mit Heiligen entgegenkommt, hat Probleme. Wie ich ja wieder Yaksharala feststellen durfte. Weihwasser. Siehst du, in der Kirche kann ich sagen, das ist okay. Ja, nehmen wir mal das 3 Sterne. Was kriege ich dafür? Okay. Okay. Reflektor. Okay. Den können wir dann auch mal ausprobieren. Ah, welcome. Welcome, everyone. Please allow me to make introductions. This gentleman you see is Director Isaac Feldman, the head of Fenrir Intelligence. So, you're the new captain of the Blood Special Forces. Rather younger than I imagined you'd be. Well, no matter. As the director allowed, I am Isaac Feldman, the eyes and ears of Fenrir's intelligence branch. Director Feldman, if you'd like to go over the details? Of course. It's a simple matter. Fenrir Intelligence is here to stake claim to the Spiral Tree. We intend to name it as Sacred Ground. Sacred Ground? A region managed in name by Fenrir and its affiliates, but shared amongst all of humanity. It will be free. Once the designation begins, and the details are cut through, as it were, Fenrir will construct a research center and begin study. So, strip away the bureaucratic red tape, and what you're really doing is stealing away the Spiral Tree from the Far East branch. Oh, you believe so? All we intend is to get some real research done. Sacred Ground is no place for kids to play amateur scientists. For years now, Headquarters has had almost no say in the actions of the Far East. We've had no control over this war's front lines. And I tell you now, Fenrir Intelligence does not intend to remain in the dark. I assume there is no objection to that, Doctor? You have something to say? Dr. Sommer, your research has been stalled for a while now. Think of the bright side. Now you'll have a partner as eager for answers as you. Ah, and Captain. Director Feldman has asked for your help. With the two of you working together, you're sure to solve the Spiral Tree's mysteries. I've only heard good things about your blood unit. Your help could be instrumental. Let's see if you live up to the hype. Observe. The Spiral Tree is a massive collection of active oracle cells. In essence, an origami built on an impossible scale. Our studies naturally disrupt this massive cell. In order to keep it stable, and our scientists safe, we need to position control devices. Your objective is to serve as escorts for the God Ark soldiers that will be moving the devices. We don't know what awaits us. Now then, have you any questions about your task? Yeah. What about Julius? He's still inside that tree sealing the apocalypse. Is he gonna be all right if we start digging through? I assure you, we are fully cognizant of Captain Visconti's situation. We will not allow any harm to come to him, if it can be avoided. We believe his presence inside helps to maintain the balance. If the tree's energy is shifted or altered, the whole thing could collapse. Keeping all our citizens safe is the main reason Fenrir wishes to claim the tree. So, Gaudi, any other questions? No, sir. Understood, Director. Excellent. Now, Corporal Collette, step forward. Yes, sir. Blood is hereby recommissioned as a division serving Fenrir Intelligence under Corporal Livy Collette.
There is no room for failure in this mission. Dismissed. Speichern. Jetzt sind wir also doch noch unter Anweisung. Mal schauen. So, Datenbank, Post. Okay. Das ist Direktor Feldmann von Femira Geheimdienst. Ab sofort arbeiten ich und meine Leute in der Fernostabteilung, um das Auftauchen des Spiralbaums zu untersuchen. Der zeitliche Rahmen der Untersuchung ist derzeit noch unbegrenzt. Ich denke, danke im Voraus für eure Mithilfe. Diese Nachricht gilt sogleich als meine Vorstellung. Nett. Ich frage mich, warum Livy ihren Armreif unter Verbänden versteckt. Sowas habe ich noch nie zuvor gesehen. Captain, hast du Livys Armreif gesehen? Bilde ich mir das nur ein, oder war er schwarz? Naja, meiner ist auch schwarz. Größtenteils. Deiner auch. Ich war erleichtert, als ich sah, dass die Geheimdienstzentrale die Situation mit Julius zu verstehen schien. Corporal Livy hat Anweisungen für uns. Bitte sprich mit dir. Werde ich noch. Der Spiralbaum ist jetzt also eine heilige Stätte. Nur das Hauptquartier kann sowas bewerkstelligen. Ihr befehlshaberisches Getue geht mir auf die Nerven. Aber das ist die richtige Entscheidung. Ich kooperiere. Vorerst. So, hier haben wir Livy. Okay, mit dir reden wir zuletzt. Aber wir reden noch mit dir. Wir dürfen uns als Sensen Main hier nicht in den Schatten stellen lassen. Corporal Livy Colette ist ein Gott-Eater des Hauptquartiers. Wenn sie sie hergebracht haben, muss sie wirklich was drauf haben. So wie es aussieht, ist sie immer noch ein Teenager. Ich muss besser werden, damit ich das Jungvolk nicht aufhalte. Die Sondereinheit will früher als Basis für an der Front nutzen. Hab gehört, dass sie schon heimlich konfisziert haben. Feldmann, ich kann ihn nicht ausstehen. Bezüglich des Spiralbaums folgen sowohl Cradle als auch die anderen Einheiten jetzt den Befehlen der Geheimdienstzentrale. Das wird für uns alle schwer, aber es ist für einen guten Zweck. Geben wir unser Bestes für die Untersuchung. Ich wusste, dass es passieren würde, aber mit den Leuten vom Hauptquartier fühle ich mich irgendwie so beobachtet. Ja, haben wir schon. Ich habe mir echt Mühe gegeben und extra Portionen für die Leute vom Hauptquartier hergebracht, aber sie haben ihre eigene Reaktion. Ich wünschte, sie hätten mir das eher gesagt. Ich hoffe, die Resten halten bis morgen. So, und dann noch Livy. Wir haben uns schon getroffen. Ich bin Corporal Livy Colette, Geheimdienstzentrale. Wie besprochen übernehme ich das Kommando über deine Einheit, solange ich hier bin. Ich würde gern sehen, was du kannst. Wir rücken aus, sobald du bereit bist. Okay. Was werden die Missionen? Einfach so Neugier. Okay, noch ein neuer. Äther. Und Livy und zwei andere. Okay. Ein Äther. Ist das ein Sariel? Sieht aus wie ein männlicher Sariel, so vom Bild her. Könnte auch ein... Mal schauen. Gut, ich würde sagen, wir sehen das dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.